letzte Vorbereitung vor dem wichtigsten Spiel ihres Lebens. Ihr habt heute ein Spiel gegen einen Gegner, der durchaus fußballerisch ein klein wenig stärker ist. Augen voller Entschlossenheit, denn sie wissen, sie sind perfekt vorbereitet. Sophie, Sophie! Sophie, Sophie! Für den Erfolg auf dem Feld geben sie alles. Unser Antrieb ist die Leidenschaft. Habt ihr schon mal Fußball gespielt? Gebt alles, ihr Mäuse! Eine Mannschaft wie eine Naturgewalt. Unser Stern-TV-Team Leidenschaft. Dafür suchten wir Deutschlands schlechteste Fußballer. Und über 100 Bewerbungsvideos erreichten uns. Wir wollen sie alle. Die Kandidaten mit der größten Leidenschaft laden wir zum Auswahltraining ein. Und Star-Trainer Peter Neururer nimmt sie unter seine Fittiche. Wer hat das richtige Potenzial für das Team? Oh, Torschuss. Am Ende setzen sich diese 15 Auserwählten durch und schaffen es in dem Kader. Das Wochenende der Wahrheit. Morgen ist ihr erstes großes Spiel. Stern-TV-Reporterin Lena Kassel erwartet die Truppe. Und wie es sich für eine absolute Spitzenmannschaft wie euch gehört, fahren wir nicht mit dem Fahrrad irgendwo hin, sondern die Mannschaft fährt natürlich mit einem Mannschaftsbus. Also nix wie rein da. Und nein, auf dieser Fahrt wird wohl niemand verdursten. Team! Leidenschaft! Team! Leidenschaft! Team! Leidenschaft! Stimmung? Champions League. Schluck für Schluck nähern sie sich Hamburg. Hier werden sie morgen spielen. Ankunft am Mannschaftshotel. Moin Hamburg. Leute, Leute. Das war eine Fahrt. Jawohl! Aber wir haben morgen ein Spiel, da muss man sich auch gut vorbereiten. Ne? Was würdest du sagen, du spielst ja dann mit Alkohol im Blut besser, oder wie? Ja, klar. Ich habe, während ich gespielt habe, wenn ich nüchtern gespielt habe, ich weniger Tore geschossen, als wenn ich besoffen gespielt habe. Wichtiger als das Spiel, die Abendplanung. Torwart Bene soll ein Womanizer sein. Bene kriegt die Mädels, wenn er im Club steht und sein T-Shirt hochzieht und seine Bauchhaare krault. Also ich will heute Abend auch gerne meinen Körper präsentieren. Ja, wo denn? Was hast Mega. Du? Von mir aus hier. Mein Körper ist mein Kapital. Ah. Nächster Stopp, die große Freiheit. Die Partymeile Hamburgs. Wir gehen zu Olivia? Wir gehen zu Olivia. Ich liebe Olivia. Ja, dann sag ihr das doch gleich mal. Mutti Olivia kümmert sich liebevoll um die Feiermeute. Skandal, Skandal im Sperrbezirk, Skandal. Also wenn ihr genauso gut Fußball spielt, wie ihr saufen könnt, dann kann ja nicht schief gehen morgen. Was ist dein Tipp für morgen? Ich weiß, ich hoffe, dass sie morgen überhaupt aufs Feld kommen. Und wenn sie das schaffen, wenn die, ich glaube, okay, ich sage mal 3-1. Jungs, habt ihr gehört? 3-1, hier der Tipp von Olivia. Und zwar Team Leidenschaft. Ja. Mit Olivia im Schlepptau geht es weiter ins Bunny Burlesque. Hier bleiben wir lieber mal draußen. Guten Morgen, guten Morgen, Zimmerservice. Guten Morgen, Sonnenschein. Boah, na also. Hier riecht aber auch lecker. Lecker, Fabi. Habt ihr hier einen Puma versteckt, oder? Die Mannschaft präsentiert sich in einem desolaten Zustand. Wie lange ging's denn, mein Freund? 20 vor 9. 20 vor 9? Ja. Raus jetzt hier! Hä,
Eine Stunde, Jungs. Sagen wir mal so, leicht verkatert geht es zum größten Spiel ihrer Karriere. Also wir haben uns nicht lumpen lassen und wir haben versucht, eine Mannschaft zu finden, die wie ihr leidenschaftlich und mit Herz Fußball spielt. Und ich glaube, wir sind fündig geworden. Wir werden heute gegen die Legenden vom FC St. Pauli spielen. Am Spielort wartet schon Coach Peter Neururer ungeduldig auf seine Schützlinge und hat gleich mal was zu meckern. Ja, mach erstmal die Flupen an, genau. Laufen wir auf, ihr Amateure. So, wieder. Tag hier. Alles gut? Ja, bis gerade, als ihr euch gesehen habt, ja. Ich höre sie alle schreien. Jetzt aber Puls hochfahren und fertig machen. Heute tragt ihr den berühmten Stern auf der Brust. Mensch, mach das Ding jetzt rein. Ihr habt heute ein Spiel gegen einen Gegner, der durchaus fußballerisch ein klein wenig stärker ist, aber nur fußballerisch. Da sind einige Jungs dabei, die Bundesliga gespielt haben. Und da kommt ihr Eierfeilen an und haut euch abends die Krippe zu. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir das Spiel gleich verlieren, da kriege ich einen Kackreiz, aber einen erhöhten. Wir verlieren ja nichts. Wir gewinnen. Endlich kommt da mal einer und sagt, wir verlieren noch nicht. Wir sind hier, um zu gewinnen. Ich formuliere dieses Ziel um. Wir sind hier, um zu überleben. Mit Leidenschaft. Ich setze auf euch. Los geht's. Wird die Hochweit-Quertaktik von Trainer Neururer fruchten? Jawohl. Ein Doppelpass, schläfrige Pauli-Muschen und Dennis hat sich in Schussposition gewackelt. Eine Kombination für jedes DFB-Lehrbuch. Der krasse Außenseiter führt. Ich hab's doch gesagt! Pauli ärgert sich, Pauli schlägt zurück. Ex-Profi Michel Dinsey wurstelt einen rein. 1-1. Dann hanseatische Heimtücke. Eine nie und nimmer haltbare Granate. 2-1 für St. Pauli. Hängende Köpfe beim Team Leidenschaft? Nein. Ein sensationeller Steilpass, wirbelnde Beine, eiskalter Abschluss. Justin ist einer für Jürgen. Wir gehen jetzt quasi hin und her. Was ist denn hier los? Die Mannschaft bleibt erfolgshungrig, nicht nur auf dem Platz. Oh yeah. Wenn ihr aufgegessen habt, sagt Bescheid. Dann können wir auch mal weg. Burgerleicht geht es aufs Feld. Doch böse Paulianer nutzen die Essensmüdigkeit gnadenlos aus. Jungs, Hut ab vor euch. 1-0 geführt, Ausgleich gemacht. Gut, dann kleinen Knick. Scheißegal. Ihr verkauft euch Weltklasse. Wir sind auf dem Weg in die absolute Superspitze. Geht nochmal alles, was drin ist. Los geht's. Auf. Nun zeigt sich Charakter. Hochmütiges norddeutsches Quergeschiebe endet nicht im Tor, sondern eben in den Armen von Torkatze Roland. So geht Fußball. Aber Jungs! Der Wille ist da, die Leidenschaft ist da, die sieht man. Ansonsten hätten sie kaum Chancen zu überleben. Es folgen Minuten im Rausch. Ein Zauberpass, ein Zauberfuß. Die Ablösesumme von Dennis steigt. Und nun bringt Trainer Fuchs Neururer wieder seine Geheimwaffe, Justin. Ausgestattet mit modernster Technik will er zeigen, was er kann. Wo ein Wille ist, ist oft kein Weg. Die Wiederholung zeigt, der Ball war schuld. Oh! Scheiße! Dass er es viel besser kann, zeigt er hier. Eine Flanke rutscht ihm ab. In den Winkel. Geiler Typ, geile Bude. Einmal in Fahrt legt er direkt nach. Wieder Justin, gefeiert mit Miro Klose Gedächtnisrolle. Athletik vom Feinsten. Die irre Bilanz nach 90 Minuten für das Team Leidenschaft, sagenhafte 5 Tore. Ja, 5 Stück in St. Pauli habe ich noch mit keiner Mannschaft geschafft. Okay, okay. Bevor wir es vergessen, noch schnell die Chronistenpflicht für Statistik-Nerds. Auch die Altherren-Legendentruppe von St. Pauli hat noch ab und an getroffen.
Jetzt reicht's. Pfeifen! Zumindest der Schiri macht, was der Coach will. Endstand zwischen Team Leidenschaft und St. Pauli ein denkbar knappes 5:15. Ich bin stolz auf euch. Bravo. Prost. Prost, ja. Eine starke Leistung, die zeigt, professionelle Vorbereitung ist alles. Selfie, Selfie. Selfie, Selfie.